Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert und in diesem Video betrachten wir den Begriff der Steuerprogression. Steuerprogression bedeutet Folgendes. Wenn das hier das Einkommen eines Menschen ist, das hier ist sozusagen der Nullpunkt, hier bei Null anfängt, dann ist da zunächst einmal ein gewisser Betrag steuerfrei. Das heißt, einen bestimmten Betrag darf man in Deutschland verdienen, ohne darauf Einkommensteuer zahlen zu müssen. Und dann, je weiter man hier nach oben kommt, desto brutaler wird der Prozentsatz, wird der Steuersatz, den man bezahlen muss. Das heißt mit anderen Worten, der letzte Euro hier oben, der wird sehr viel brutaler besteuert als der erste Euro hier oberhalb der Steuerfreigrenze. Und das ist die Steuerprogression. Der letzte Euro, den ein Mensch verdient, wird härter besteuert als der erste Euro, den ein Mensch verdient. Wenn Sie leichtes und schnelles Lernen generell interessiert, Betriebswirtschaftslehre, Jura, überhaupt, wie man leichter und schneller lernt, dann schauen Sie mal in meinen Shop spaßlerndenk-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön.